Hallöchen, darf ich dich mal kurz stören? Kennst du das zufällig? Bei euch zu Hause ist der Computer ausgefallen und wer muss sich um das Problem kümmern? Du, deine Mutter hat Schwierigkeiten mit der Steuerung des vernetzten Soundsystems und wer wird gerufen? Du, dein Vater versucht das Smart Home mit dem Tablet einzurichten und kommt dabei nicht zurecht. Wer muss schnell zu Hilfe ein? Richtig, du. Und du hilfst doch deinen Mitschülern, wenn sie mal digital feststecken? Wenn du dabei stets ruhig bleibst und deinen Mitmenschen auch zum 100. Mal gerne hilfst, habe ich vielleicht die perfekte Ausbildung für dich parat. Kaufmann oder Kauffrau für Digitalisierungsmanagement. Puh, ganz schön langer Ausbildungsname, ne? Aber letztendlich schon recht nah an dem dran, was du sowieso schon in deinem Umfeld machst. Denn als Kaufmann für Digitalisierungsmanagement managst du die Digitalisierung der Geschäftsprozesse, machst das Unternehmen zukunftsfähig und verbindest dabei kaufmännisches Fachwissen mit IT-Know-how. Du entwickelst IT-Lösungen, bist für Soft- und Hardware-Support zuständig, kümmerst dich um das Controlling, das Projektmanagement und um die IT-Sicherheit und die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien. Trittst du deine Ausbildung bei dem internationalen Pharmaunternehmen Berlin Chemie an, hast du sogar noch eine größere Verantwortung. Denn hier geht es um die Gesundheit der Bevölkerung. In dem 5000 Mitarbeiter starken Unternehmen schwirren viele Millionen Daten herum, für die es gilt, anwendungsfreundlich erfasst, geordnet und gespeichert zu werden. Geht beispielsweise eine Bestellung von Herzmedikamenten ein, hilfst du dabei, dass von der Bestellung bis zur Auslieferung jede dafür zuständige Abteilung die richtigen Informationen und Daten erhält, um sorgfältig arbeiten zu können. Klingt das alles bisher nach deinem Geschmack? Dann hier noch einmal die Checkliste. Du bist ein Zahlengenie, hast gute Noten in Mathe, Deutsch und Englisch und kannst doch sicher im Englischen kommunizieren? Du bist hilfsbereit, kommunikativ und gehst gern analytisch vor? Interessierst du dich für Hard- und Software und hast vielleicht sogar schon deine Fühler fürs Programmieren ausgestreckt? Bringst du eine Neugier für komplexe Abläufe mit und willst wissen, wie alles zusammenhängt? Dann freut sich die Personalabteilung von Berlin Chemie sehr auf deine Bewerbungsunterlagen. By the way, ein menschliches Herz erzeugt am Tag so viel Energie, dass damit ein LKW eine Strecke von 32 Kilometern zurücklegen könnte. Das wäre bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren eine Strecke bis zum Mond daran vorbei und sogar wieder zurück. In diesem Sinne, gute Reise, viel Erfolg und ciao, ciao.